können sich aus der Schuld nicht befreien. Drei Namen stehen für den Krieg der Bürgerkinder gegen den Staat. Andreas Bader. Hier in einer neuen Szene mit Ulrike Meinhof, wie sie dann bei so einer Fernsehberichterstattung über Vietnam mit diesen grausigen Bildern heulend aufsprang und sagte, dass sie das sich nicht antun lässt. Das ist eine Herabwürdigung. Und sie hat gesagt, wir müssen was tun. Wir dürfen nicht im Sessel sitzen bleiben. Aus Empörung wurde Protest, aus Protest Widerstand, aus Widerstand Gewalt. In dem Augenblick, wo es ihnen die Solidarität mit dem vietnamesischen Volk ernst wird, wo es ihnen darum geht, die amerikanische Position überall in der Welt, wo es nur möglich ist, so zu schwächen, dass das vietnamesische Volk davon einen Vorteil hat, dann sehe ich wirklich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror, den wir in Berlin schon erlebt haben und uns angedroht wird, und zwischen dem SA-Terror der 30er Jahre. In der Wahrnehmung der rebellierenden Studenten. Was eben für uns wichtig war, und sowas suchen wir halt auch immer. Er hatte wenig Angst und hat eben bei diesen Aktionen immer gerne mitgemacht. Und er hatte auch einen diebischen Spaß daran, irgendwelchen Leuten was auszuwischen. Bader war dabei, fiel aber nicht weiter auf bei den politischen Albereien der Kommunarden. Er war durchaus eine Figur, mit der man sich gerne unterhielt, die man manchmal auch ziemlich bescheuert fand. Er war einer der vielen Spinner, die es in dieser Szene gab. Andreas Bader, geboren am 6. Mai 1943 in München. Auf jeden Fall war er ein Junge, der sich nie so leicht angepasst hat. Für ihn war es keine Frage, der brachte es. Ne? So gesehen hat er, also wenn man nicht das politisch kombiniert mit dem Politiker, Andreas Bader, hatte er eine kriminelle Ader, ganz eindeutig. Auch Studentenführer Kohn Bendit lernte ihn damals kennen. Wenn ich von jemandem, ich sage das selten, jemand sagen, er ist, vom ersten Moment an, wo man ihn begegnet, unsympathisch, dann ist es Andreas Bader. Es war ein arrogantes Arschloch. Dieser Tag sollte in die Geschichte Nachkriegsdeutschlands eingehen. 2. Juni 1967. Staatsbesuch des Märchenkaisers aus dem Morgenland. Es wurde ein Albtraum von Gewalt. Die durch ihren Vietnam-Protest geübten Studenten wollten dem Schah von Persien einen unfreundlichen Empfang bereiten. Diese Schah-Geschichte. Deswegen haben wir schon vorher ein Flugblatt gemacht, einen Steckbrief. Schah, nicht, mit Bild und so weiter, Reza Pahlavi gesucht wird wegen Massenmord und so weiter. Also so ein richtiger Steckbrief nach dem Motto, der Mann muss festgenommen werden, seid ihr wahnsinnig geworden. Die Polizei schickte ihre Reiterstaffeln und der Gast seine Geheimagenten, bewaffnet mit langen Latten. Ulrike Meinhof in einem Fernsehbeitrag. Aber als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil er eine andere Öffentlichkeit als die der Straße ihnen nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Da kam heraus, dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann, ohne selbst mit dem Polizeistaat zu sympathisieren. Lattenschwingende Jubelperser, die von der Polizei ungestört auf studentische Demonstranten einprügeln durften, Bilder, die eine ganze Generation prägen sollten. Und manche nahmen die ungehemmte Aggression von Polizeieinheiten als Kriegserklärung des Staates gegen die Studenten an. Bewegung 2. Juni nannte sich später eine Berliner Terrorgruppe. Mit dabei Michael Bommi Baumann, Terrorist der ersten Stunde und einer der ersten Aussteiger. Das war ja schon wie Massaker. Also da war ja wirklich gegen Leute, die sich bis dato also wirklich friedlich verhalten hatten. Es war der bis dahin brutalste Polizeieinsatz der Nachkriegszeit. Am Abend fiel ein Schuss aus einer Polizeipistole und Benno Ohnesorg, ein junger Student, lag in seinem Blut. Ich habe dann sofort noch in der Nacht die Vertretung der Witwe von Benno Ohnesorg übernommen, war dann am Morgen bei der Obduktion dabei und ich habe halt die Kugel in die Schale klicken hören, die da unter seiner Kopfschwarze stecken geblieben war. Also es war klar, es war ein Schuss. Es war der erste Schuss in einem blutigen Konflikt. Für manche Linke der Beginn eines Krieges. Schon am Abend des 2. Juni wurde das deutlich. Gudrun, die dann plötzlich anfing, hat gesagt, die werden immer Faschisten bleiben. Diesmal werden sie uns umbringen. Darüber müssen wir uns klar sein. Die haben sich nie geändert, sie sind dieselben Faschisten, dieselbe mörderische Brut geblieben, die sie immer waren. Mit dabei war auch Studentenführer Tilman Fichter.
Und er sagte, wir müssen uns sofort bewaffnen, weil sonst, sonst machen die uns alle. Diesmal trifft's und darum müssen wir uns bewaffnen. Mit dieser Auschwitz-Generation kann man nicht mehr reden. Es war ein langer Weg der Tochter eines evangelischen Pfarrers aus der Ortschaft Bartholomä am Rande der Schwäbischen Alb. Gudrun Enzlin, das vierte von 7 Kindern. Im Elternhaus lernte sie, dass Christentum nicht an der Kirchentür aufhört, sondern politisches und soziales Handeln einschließt. Gudrun Enzlin ist dabei, als eine Gruppe von Studenten nach dem 2. Juni in einer Straßenaktion den regierenden Bürgermeister Alberts zum Abtreten auffordert. Auch Peter Hohmann gehört dazu. Sie war für mich zuallererst eine Pastorentochter. Sie machte zum Beispiel so Geschichten, man musste einen Finger in die Bibel stecken und dann fing sie an, aus dem Kapitel, was man aufgeschlagen hat, eine Exegese zu machen. Und also spielte sich alles noch in diesem, es war zwar die Studentenbewegung eine andere Zeit, aber sie hatte diese Dinge immer noch drauf. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Bernward Vesper, mit Kind und Kinderwagen, nahm sie an pazifistischen Demonstrationen teil. Doch dann traf sie auf Andreas Bader. Abrupt verließ sie Mann und Kind und war mit Bader plötzlich unzertrennlich. Das fiel auch in den damaligen Beziehungsgeschichten, die in Berlin eigentlich normal waren, fiel das aus dem Rahmen. Denn mit einmal sie isolierten sich völlig und sie waren wirklich ein Paar. Es war eine Zeit, in der sich Biografien schlagartig änderten. In einer Jugendstilvilla im Hamburger Nobelvorort Blankenese lebte der Herausgeber der linken Monatszeitschrift Konkret mit seiner Ehefrau, der Kolumnistin Ulrike Meinhof. Geboren am 7. Oktober 1934. Als sie 6 ist, stirbt ihr Vater, als sie 15 ist, ihre Mutter. Bei deren Freundin wächst sie auf. Ein ernstes Mädchen, christlich geprägt, findet sie Anschluss an die frühe Anti-Atom-Bewegung. Sie war streng und vielleicht ist das politisch nicht ganz uninteressant, dieses Äußerliche. Sie hatte eine nahezu getreue Kopie der, sagte ich immer, Geschwister Scholl, also der Sophie Scholl-Frisur. Und einen ungeheuer ernsten Ton in der Stimme. Sie dachte vielleicht damals schon, dass sie sowas Ähnliches ist wie Sophie Scholl. Konkret wird damals heimlich von der DDR finanziert. Ulrike Meinhof, zunächst Chefredakteurin, dann Kolumnistin, arbeitet für Hörfunk und Fernsehen, wird zunehmend bekannt. 1961 hatten Röhl und Ulrike Meinhof geheiratet. Ein linkes Erfolgspaar mit Eigenheim und Urlaubsreisen nach Sylt. Doch dann erkrankt Ulrike Meinhof. Sie bekam Kopfschmerzen, die nicht weggingen. Und der Neurologe hat sofort festgestellt, sie müssen sofort geröntgt werden. Es ist etwas im Gehirn. Die Operation verlief erfolgreich. Es war kein Tumor, sondern ein Blutschwamm im Gehirn, der mit einer Silberklammer am weiteren Wachstum gehindert wurde. Die Mutter von Zwillingen erholte sich und konnte wieder schreiben. Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Ich schreibe für die Landlehrer. Also für die Leute, die irgendwo verstreut in den Dörfern und Kleinstädten sind, die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben. Und die also so über so ein einzelnes Heft, wie konkret am Kiosk, dann durch das, was ich da schrieb, in einen Diskussionszusammenhang mit der Linken kommen konnten. Ulrike Meinhof wurde prominent. Es war plötzlich schick, links zu sein. Das ist eindeutig. Man war zwar da nicht selbst links, aber man... Es war schick, sich dafür zu interessieren. Und eine der Brennpunkte, an dem man das Interesse festmachte, war zweifellos Ulrike Meinhof. Der Aufbruch der rebellierenden Studenten zog auch die linksbürgerliche Ulrike Meinhof in ihren Bann. Sie trennte sich von Röhl und tauchte ein in die Berliner Szene, in der unter vielen anderen Rudi Dutschke die Gewalt propagierte. Nun sind wir hier in den Metropolen dazu verpflichtet, wir, die wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln dürfen, müssen gegen dieses System, was notwendigerweise zur Katastrophe drängt, müssen gegen das System mit aller Gewalt vorgehen. Wir dürfen aber von vornherein
nicht auf eigene Gewalt verzichten, denn das würde nur ein Freibrief für die organisierte Gewalt des Systems bedeuten. Hinter Dutschke an der Wand der Spruch aus einem Kommune-Flugblatt. Es brennt, ein Kaufhaus brennt. Das galt noch als makabrer Scherz. Doch Andreas Bader und Gudrun Enzlin wollten ein Fanal setzen. Am Abend des 2. April 1968 legten sie gemeinsam mit zwei Kumpanen Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Die Bomben explodierten und mehrere Etagen brannten aus. Ein anonymer Anrufer brachte die Polizei schon am nächsten Vormittag auf die Spur der Brandstifter. Bei einer Gegenüberstellung wurden Andreas Bader und Gudrun Enzlin von Zeugen als die Täter identifiziert und in Haft genommen. Auch auf der anderen Seite eskalierte die Gewalt. Vor allem Studentenführer Rudi Dutschke wurde zur Symbolfigur der gewaltbereiten Rebellion. Die autoritären Revolte wurde Straßenkampf. Im Herbst des turbulenten Jahres 1968 begann der Prozess gegen die Frankfurter Kaufhausbrandstifter. Gut gelaunt präsentierten sie sich der Öffentlichkeit. Worüber ich, mit was ich mich niemals abfinden werde, ist, dass ich die Tendenz, in der sich die spätkapitalistische Gesellschaft so ungeheuer deutlich fortbewegt, nämlich hin zum Faschismus, und ich werde mich, deshalb sage ich das, niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Ich habe dem Richter gesagt, ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben dagegen. Während des Prozesses hatte Ulrike Meinhof die Angeklagte Gudrun Enzlin in der Haftanstalt besucht. Tief beeindruckt von ihrer Entschlossenheit lobte die Journalistin das progressive Element des Gesetzesbruches. Auf die Frage, würdet ihr auch die Brandstiftung gemacht haben, wenn das Hausmeister-Ehepaar in dem Haus anwesend gewesen wäre, kam die ganz klipp und klare Antwort, ja. Das war Enzlin, die die Antwort gegeben hat. Horst Mahler hatte Enzlin verteidigt. Als wir so ein längeres Gespräch hatten, verabschiedete sich so mit einem Lächeln von der Seite und sagte, naja, Sie, wir waren auch so für Sie, glaube ich, werden auch noch mal die Kalaschnikow in die Hand nehmen. Zur Zielgruppe revolutionärer Ambitionen wurden damals Fürsorgezöglinge. Ihre Befreiung wurde auch für Ulrike Meinhof zum großen Thema. Die Heimkinder sollten eine Funktion übernehmen als Rekruten in der Untergrundarmee der Bürgerkinder. Ulrike Meinhof über das strenge Regime im Mädchenheim Guxhagen. Es ist verboten zu pfeifen. Tanzverbot. Bei Radiomusik muss gehandarbeitet oder gebastelt werden. Laut reden ist verboten. Freundschaften sind verboten. Nachts im Bett heulen ist verboten. Außerdem Haare tupieren, nicht aufessen, Beatmusik, Illustrierten lesen. So kann sich in dieser Isolation nicht nur der terroristische Charakter von autoritärer Erziehung entfalten, auch sein herausfordernder, sein anspornender. Isolationshaft als revolutionärer Ansporn. Eine Vision, die später zum Albtraum werden sollte. Das Heim Guxhagen, längst geschlossen, steht noch heute unverändert. Ein Denkmal autoritärer Heimerziehung. Das Thema Befreiung stand damals ganz oben auf der revolutionären Agenda. Eine Gefängnisstrafe galt als Bestätigung für die politische Entschlossenheit. Das ahnte auch Vater Enzlin. Sicherlich wird sie nicht aus dieser konsequenten Linie ausscheren. Und das wird auch das Gefängnis nicht fertigbringen, sich irgendwie beirren zu können. Sie hat diese ganze Tat merkwürdig, gesund und befreit persönlich überstanden und wird auch die Gefängnis- oder Zuchthausstrafe, bin ich ganz gewiss, gut überstehen.